house, take a trip to my house. Heute ist der Feiershark und heute mal wieder ein neues Video und zwar von Zocken! Yay! Eventuell höre ich mich noch ein bisschen krank an, denn ich war jetzt die ganze Woche krank und ja, deswegen kamen auch keine Videos und so weiter. Aber jetzt geht's mir gerade so wieder gut und ja, ansonsten fangen wir gleich mal an. Es soll auch ein bisschen Infovideo sein und ja, also ich hatte auch ein kleines Problem und zwar war durch Android Lollipop gab es ein Problem, dass auf einmal Minecraft P gelöscht wurde von meinem Tablet. Und ich es nicht wieder installieren konnte. Wie gesagt, ich habe jetzt eine Zahnspange. Hört man vielleicht ein bisschen, aber ist auch nicht so schlimm. Ich höre mich vielleicht noch ein bisschen krank an. So, dann kennt ihr das ja alles noch gar nicht hier. Das ist mein Haus. Unterwasserbase habe ich gebaut, als ich krank war. Und ja, es ist so eine Glaskuppel mit hier unten noch so einer kleinen Mine mit meiner Kiste und so. Ja, hier kann man runterspringen, wenn man möchte. Mache ich eventuell auch nochmal, aber heute muss ich auch noch was anderes machen. Und zwar bin ich ja in der Hausjury, das heißt, ich bewerte die anderen Häuser. Und ja, sonst zeige ich einfach mal alles, was es so gibt, weil ich habe jetzt ziemlich viel verpasst. Und ja, hier ist mein Schlafzimmer. Sieht auch ganz schön aus, glaube ich. Und ja, halt so unter Wasser. Dachte, fanden viele Leute eine ziemlich coole Idee. Vielleicht, wenn ihr Redman guckt, habt ihr es schon gesehen. Dann gibt es da noch so einen Fisch. Vielleicht seht ihr den jetzt gerade. Warte, ich will mal hoch, dann kann man den sehen. Da unten ist so ein Fisch oder ein Hai, den habe ich auch gebaut. Und ja, wo ich gerade dran sitze, ist da so eine kleine, so eine kleine Stadt mit so ein paar Häusern auf dem Wasser zu bauen. Und hier ist so ein kleines Boot. Und ja, sonst würde ich da sagen, mache ich mir jetzt mal ein paar Schilder und bewerte mal die Häuser der Hausjury. Also, ich höre mich gerade irgendwie komplett anders an als normalerweise. Dadurch, dass ich noch ein bisschen krank bin. Warte, wie viel Schilder habe ich jetzt? 16 plus 8 sind 24. So, ich fange am besten einfach hier an, weil ich bin somit hier auf der einen Seite das Schließende. Und ja, ich gehe einfach mal rechts rum. Häuser werden erst bewertet, wenn sie ein Dach haben. Also hier, It's Killed. Hier wohnt It's Killed. Das ist noch nicht fertig, deswegen wäre vielleicht auch ein bisschen unfair. Und ja, was steht hier auf dem Schild? It's Kills Bereich, kein Sand abbauen, please. KK. So, hier ist so eine kleine Mine von mir sogar. Da habe ich ganz am Anfang alles gemeint. Da unten. Und ja, ich freue mich jetzt richtig wieder, dass ich auf meinem Tablet spielen kann, weil es ging halt, wie gesagt, nicht. Das war so ein Fehler, dass nur eine App die gleichen Berechtigungen benutzen kann. Und wenn Block Launch auch die Berechtigung für Minecraft PE benutzen möchte, dann kommt das so ein Streit und dann wird das gelöscht. Ja, so ungefähr. Und das ist das erste Haus, was bewertet wird. Und das Haus. Es gab schon eine Bewertungsrunde. Das ist nämlich schon die zweite. Das wird nämlich alle drei Tage neu bewertet. Und das ist das Haus vom General Miner. Gucken wir uns einmal von außen an. Mit so einer kleinen Gollum-Hülle. Oder eher so einer Hobbit-Hülle, ja gesagt. Ja, sieht ganz ordentlich aus. Aber sieht so ein bisschen blockig aus. Das sieht nicht so richtig natürlich aus. Ich finde. Na. Ich geb dem, glaube ich, eine. 2 minus, weil es gefällt mir auch hier mit den Sachen, aber halt so ein bisschen blockig. Also würde ich mal so 2 minus sagen. Ansonsten hier hin. Sieht alles ganz schön aus. Ich finde, das sieht aus, erinnert mich an, an das Hobbit-Haus von bei Herr der Ringe und so. Ansonsten von innen sieht das ganz schön aus, aber von außen sieht es nicht ganz so toll aus. Deswegen, dadurch, dass es von innen noch so gut ist, kriegt es noch eine 2. Ich gucke einmal hier hinten hin. Rein, ja, sieht aus wie bei Hobbit. Ja, zwei. Okay, schreiben wir mal auf. Haus minus Jury, Doppelpunkt. Note, Doppelpunkt, 2 minus. So, siehst du, da bin ich noch ein bisschen krank. Ja, ich versuche ein bisschen weniger zu reden jetzt. Und ja, ich schreibe einmal, dass die Hausjury rumgeht. Die Hausjury geht herum, so. Ja, dahinter sind keine Häuser mehr, soweit ich weiß. Und jetzt kommen wir zum Haus von Wurzel. Ich habe übrigens auch die ganzen Bäume hier gepflanzt. Weil hier waren ziemlich wenig Bäume nur. Ja, was kann ich noch hinten sagen? Da hinten, ist Baumfarm. Ist die Baumfarm.
habe ich ein bisschen, aber nur ganz schön ein bisschen was von gebaut. Ich habe ein paar Steine gesetzt. Und ja, das ist das Haus von Ocelot. Ocelot, kleines Haus. Gucken wir uns von außen mal an. Ich habe gerade so ein paar Lags. Es liegt daran, dass die Welt manchmal nicht lädt und dann auf einmal lädt. Ja, sieht gar nicht schnieker aus von außen. Das ist ein Flachdach. Diese Säulen sind cool. Feier, aber schau die Häuser von innen an. Ja. Oh Mann, ich muss einfach was trinken, deswegen einmal kurze Pauseaufnahme. Bis gleich geht's weiter. So, da bin ich wieder, habe jetzt ein bisschen was getrunken, hoffentlich geht es jetzt besser. Ocelots Haus, wie gesagt. Von außen ein paar Blumen. Früher hatte hier hinten noch ein Feld. Und ja, gucken wir uns mal von innen an. Ja, hier hat er jetzt ein Feld. Von innen sieht sehr schön aus. Auch das mit den Klappen hier hinten. Relativ realistisch gehalten. Hier so Kohleblock und so. Gefällt mir sehr, sehr gut. Deswegen kriegt es eine. Es ist noch nicht perfekt. Von außen sieht es. Obwohl, doch, kriegt eine glatte 1. Kriegt eine glatte 1. Ozi, das hast du gut gemacht. Und ja, ich versuche jetzt weniger zu reden. Aber ihr könnt euch freuen, dass es trotzdem ein Video gibt, obwohl ich noch krank bin. Und deswegen, ja. So, Türen schließen. Ja, mit dem Fake. War ein kleiner Bug in meinem Plugin. Und ja. So, dann. Das kleine Haus hier ist eine Crafting Station, habe ich gebaut. Kriegt jetzt keine Benotung, weil es kein richtiges Haus ist. Öffentliche Baustelle. Dann hier ist Cookie Crasher. Hallo. Kriegt der Illuminati bei, meldet euch bei Cookie Crasher. Okay. Haus von Celsium. Von außen. Sieht so aus. Einmal gucken, was hier ist. Hier entsteht Hafen von Cookie. Da kommt so ein kleiner Fluss raus, aber ansonsten, tut mir leid, Celsium. Aber so super gut, geil, gefällt mir das jetzt nicht. Weil, ja, es hier ist nicht so krass. Sie sieht einfach so Wand, Fenster rein, Dach drauf. Und dann noch vielleicht ein bisschen fancierere Form. Also, nicht so krass. Von innen sieht es auch unge-, also sieht viele Sachen, aber keine Wände oder so, unrealistisch. Müllding ist cool. Aber relativ unrealistisch auch gebaut. Aber das mit dem Fenster ist oben wieder cool, das reißt ein bisschen was raus, deswegen kriegt es eine 2 minus. Ja, weil es halt ein etwas unrealistisch ist und so. Sagen wir fast hingeklotzt aussieht, finde ich von außen. So, 2 minus. So, trinken wir mal was. Ich trinke mal was. Tut mir leid, aber es geht einfach nicht anders. So, gucken wir mal weiter. Das Haus kenne ich noch gar nicht. Ist wahrscheinlich von Felix. Schätze ich jetzt einfach mal, weil jetzt Kilt. Ja, genau, jetzt Kilt und Felix sind die ersten Zuschauer, die gekommen sind. Steht jetzt auch kein Name dran. Hat auch noch kein Dach, das wurde es auch noch nicht bewertet. Und ja, dann gehen wir mal hier rüber. Das ist das Haus von John. Der ist auch in der Hausjury. Eventuell wird er noch was ändern an den Noten. Und ja, ich finde von außen sieht das ziemlich cool aus, hat aber auch noch kein Dach, deswegen wird es auch noch nicht bewertet. Also, aber von außen sieht es schon perfekt aus, wenn es von innen noch genauso aussieht, dann wird es klar eine 1. Aber es ist halt noch nicht fertig. So, gehen wir hier weiter. Soweit ich weiß, kenne ich alle Häuser. Ich habe mich mal da sehr krass umgeguckt. Und ja, von wem ist dieses kleine Häuslein hier? Nieder mit allen Sekten dieser Welt. Es lebe Amongo. Okay, Amongo ist eine neue Sekte von Luke. Hier steht was Sinnloses, Luke. Ich find's gut. Okay, was Sinnloses. Gebe ich jetzt keine Note, weil das ist nicht das Haupthaus von Luke, sondern nur was Sinnloses. Und ja, ich muss wieder was trinken. Ja, ist echt schlimm.
Tut mir echt leid, aber ich will dieses Video jetzt ordentlich bringen. Und da muss ich halt alle paar Minuten was bringen. Und das ist das Haus von Cookie Crusher. Da, Cookie Crusher LP. Guckt auf jeden Fall mal bei allen YouTubern und so vorbei, auch bei den Zuschauern bei Twitter. Und er hat hier so ein cooles Feld und so ein cooles Haus. Von außen sieht das so aus, ist halt symmetrisch gebaut, also das muss jetzt nicht, ich muss das jetzt nicht von allen Seiten angucken. Hier so ein paar Klappen mit Zäunen, das sieht auch ganz gut aus. Dann hat er ein 2,5 hohes Dach. Und ja, ich weiß nicht, der Innenausbau ist noch nicht fertig wahrscheinlich. Schätze ich jetzt einfach mal. Oben ist auch noch nicht ganz fertig, schätze ich jetzt auch. Deswegen gebe ich ihm hier eine 2-. Ansonsten von der Realität ist es relativ realistisch gebaut, obwohl, na, es ist nicht so real gebaut, also nicht so real. Und die Note 2-. So, mal gucken. Es gibt auch ein Haus auf dem Server, das ziemlich schlecht ist. Laut Redman ist es meins, laut mir ist es Redmans. Und ja, hier baut Zanik etwas. A-Kirch. Der macht immer die mega, mega Riesenprojekte. Zanik, gleich seht ihr noch sein Haus. Ist aber noch nicht fertig, deswegen kriegt es auch noch keine Benotung. Und ich werde es auch keine Benotung einer Kirche geben, weil ansonsten wird er wütend, wenn es zu einer schlechten Benotung wird oder so. Aber sonst sieht es ganz cool aus. Bis jetzt sieht es ganz cool aus, aber es sieht halt noch nicht so fertig aus, weil hier noch überall gebaut wird. Und da gehe ich mal rüber zu Zanik. Ja, er hat die Villa, der Villa à la Villa. Hier steht nochmal, nieder mit Putti, nieder Blume, ist lieber Mongo. Okay. Hat er mich gefragt. Ich schreibe einfach, ich bin gerade Häuser bewerten Aufnahme. So. Jetzt killt es auch mein Nachbar. Und ja. Hat halt mega pompös, mega riesig. Hier überall soll er fett sein. Erst wenn Dach drauf ist, wird bewertet und alle 3 Tage neu. So. Von außen sieht es halt mega pompös aus. Alles, die Anlage ist glatt eine 1. Weil es halt auch mega riesig ist alles. Dann wird auch noch nicht bewertet. So. Ich möchte jetzt auch gar nicht so viel schreiben. Von innen sieht es auch ganz cool aus. Und ja. Hier unten, das ist auch gut gemacht mit den Crafting Cables und so. Das sieht alles ziemlich geil aus. Für mich ist bis jetzt eine 1. Bis jetzt ist eine 1. Hier ist natürlich auch cool, das Schlafzimmer. Hat halt relativ wenig Räume. So eine normale Villa hat halt so mega viele Räume, wo... Ah ja, aber... Ist halt MCP, also Minecraft, da gibt es halt sowas nicht. 2 Schlafzimmer, das heißt für ihn und seine Frau, die nicht zusammen im Bett schlafen, ziemlich traurig. Und da ist noch ein weiteres Haus, das aber noch nicht fertig ist. Ich gucke es mir trotzdem einmal kurz an. Und ja, ansonsten bewerte ich jetzt, oh nein, Gott, ich gebe dem jetzt hier eine 1, weil es ist halt einfach für mich bis jetzt das beste Haus. Haus minus Jury, Doppelpunkt, Note, ich gebe sogar eine 1+. Und gehen wir gleich mal weiter. Er wird sich ja freuen. Aber ist auch klar, wenn man so ein... Das war so viel Arbeit. Das ist richtig krass. Meine Kuppel war auch hammer viel Arbeit für mich, weil ich musste richtig viel Sand und so farmen. Und richtig viel Kohle brennen. Aber halt nicht so viel Arbeit wie das da.
Ja, hier kommt noch ein Weg hoch. Finde ich ziemlich cool. Ich mag dieses Projekt. Dann kommen wir zum Schweizer Aus. Ah, warte, hinter dem Haus war das Haus von irgendeinem. Irgendeiner hatte sein Haus dahinter, aber das war noch nicht fertig, deswegen ist es noch nicht fertig. So, Sweet Screams, gucken wir mal sein Haus an. Von außen. Mit einer schönen Schweizer Flagge. Ja, ich kann kein Schweizerdeutsch sprechen. Egal. Von außen. Sieht relativ cool aus, hat halt nicht so geile Verzierungen, wie zum Beispiel irgendwie so eine Treppe hin oder so. Ansonsten sieht es relativ gut aus. Relativ viele Stämme, unterschiedliche Holzarten, das sieht schon mal ganz gut aus. Aber ich empfehle dir noch so ein paar vielleicht so Verzierungen ranzumachen. Das wäre ansonsten auch ganz cool. Dann von innen. Gucken wir uns mal an. Mir gefällt dieses im Sandstein. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich finde, es passt mir einfach gar nicht zu diesem Haus. Alles aus Holz, Stein und dann Sandstein auf einmal. Dann hat er hier ein paar Öfen. Und ja, ansonsten muss ich mal gucken. Relativ unrealistisch, weil. Okay, also ein bisschen realistisch. Aber eigentlich müsste ich hier am besten noch so eine Wand hin oder so. Sieht aber auch noch. Na, da hinten ist noch eine Tür. Das ist auch ein bisschen komisch. Ein bisschen unrealistisch, groß. Aber sonst eigentlich ganz gut. Dann hier unten lasse ich wieder cool aus mit der Verzierung hier hinten. Also ähnliche Sachen könntest du auch für draußen machen. Also Verzierungen. Dann so ein paar Saplings, auch ganz cool. Minenschacht. Das ist nichts Besonderes. Aber insgesamt wird das, glaube ich, ich gucke nochmal oben. Das habe ich ja nicht vergessen. Oben sieht es auch ganz okay aus. Also es hat noch alles noch gar nicht fertig, aber vielleicht in der nächsten Bewertung in 3 Tagen wird es vielleicht schon alles besser sein. Deswegen kriegt ihr eine 2-. Weil mir dieses Sandstein halt nicht so gefällt und von außen noch ein bisschen mehr Verzierung sein könnte. Note. Doppelpunkt. 2-. So, dann gehen wir mal weiter. Und gucken mal weiter. Ich sage die Bewertungen im Video und die Gründe. Mal gucken. Dann hier, wie gesagt, das ist von Sonic. Also ich bewerte nur Häuser, wo die wirklich drin wohnen, sozusagen. Also jetzt keine einzelnen Projekte. Und jetzt kommen wir zu Slow Foods. Foods 859, glaube ich. Sein Haus. Zu seinem Haus, ich höre. Er hat das ziemlich cool gemacht. Er hat hier so eine Glasfläche gemacht. Dann hat er hier noch so einen Steg gemacht. Und dann noch so ein Liege. Das gefällt mir. Gefällt mir wirklich. Aber wir gucken noch, ich will einmal reingucken. Ich muss reingucken. Aber es ist halt so relativ klein und. Was hat hier unten eigentlich? Da unten hat er eine Mine. Und ja, wie gesagt, es sind deutsche Noten, keine Schweizer Noten. Also macht euch keine Hoffnung. Oder nicht Hoffnung. Und ja, hier oben, da könnte man noch so ein bisschen Verzierung machen. Also von innen die Verzierung kannst du noch besser machen. Von außen sieht es ganz geil, sieht es richtig geil aus. Aber von innen kannst du ein bisschen mehr Verzierung machen und ich gebe dir trotzdem, weil es von außen so gut ist, kriegst du eine 2+. Obwohl sich dann von der letzten Note verschlechtert hat. Es hat sich halt verschlechtert, weil es halt die Anforderungen halt ein bisschen gestiegen sind durch andere sehr, sehr gute Häuser. Also, ja. Muss von innen vielleicht noch ein bisschen daran arbeiten. So, Note, Doppelpunkt. 2+. Wie gesagt, die Anforderungen steigern halt durch jeden, der noch so ein besseres Haus baut. Also ist auch immer so ein bisschen so ein Rennen. Ist halt wie zum Beispiel im Sport. Der eine Läufer ist zwar vor 20 Jahren, keine Ahnung, 10 Sekunden auf 100 Meter gelaufen. Heute laufen die aber 8,5, also ist er trotzdem nicht mehr der Beste. Und hier ist Lukes Haus von außen ziemlich geil verziert mit den ganzen Verzierungen hier, ja. Logisch nicht, geil verziert mit den Verzierungen. Bester Satz. Hier hat er so einen kleinen Vorgarten. Ganz cool. Ja.
was ein bisschen fehlt, ist die Blume, aber das kann dann natürlich nur Redman machen. Dann hatte ich so ein paar Spermaspritzer. War klar, von innen hat so ein cooles Bett, so ein Hochbett. Von ist noch gar, sieht noch nicht ganz fertig aus. Gucken wir aber mal unten rein. Ich hatte sein Lager. Das ist nicht so krass verziert wie von anderen, aber es ist ein Lager. Das kannst du sagen, vielleicht noch ein bisschen verzieren, dann ist es noch besser. Und ansonsten, das sieht auch ganz gut aus hier mit so einer kleinen Küche. Deswegen vom Außen her und so von dem Teppich her, dass es auch in den einzigen einen Teppich hat, kriegst du von mir eine 1 minus. Haus minus Jury. Das wird ein ziemlich langes Video, aber ist egal, denn jeder möchte seine Note haben. Und deswegen gibt's die hier. So, gehen wir mal weiter. Das ist Fire Phoenix House. Hier hat er so einen kleinen. Er ist relativ selten online. Ich habe ihn noch nie online gesehen. Hier hat er so einen kleinen Becken. Little Teich. Hier Fires Home. Und ja, ist halt noch nicht so richtig fertig. Aber von außen sieht es ganz cool aus. Auf dem Weg zu Illuminati gucke ich jetzt nicht rein. Hier ist eine kleine Mine. Von außen sieht es gut aus. Von innen ist es noch nicht ganz fertig. Dach ist schon drauf. Also hat kein cooles Dach und so. Deswegen kriegt es eine 2 minus. Obwohl es von außen halt so gut aussieht. Ich hoffe, ich habe gerechte Noten vergeben. Ansonsten müsste man sich bei mir melden und sagen, yo, finde ich überhaupt nicht gut, was du für eine Note vergeben hast. Und ja. Gucken wir mal weiter. Ich bin mir nicht sicher, ob hier hinter noch irgendwo Häuser sind. Weil eigentlich sollten hier keine Häuser sein. Hinten ist ein Licht, aber das ist nur eine Standardfackel. Hier ist auch irgendeine Mine. Also hier sollten keine Fackeln mehr sein. Ich muss wieder einmal was trinken. So, einmal kurz. Entschuldigung. Einmal wieder die Stimmbänder aufgefresht. Ja, die ganzen Parkbänke sind, soweit ich weiß, von Slow Food. Also falls ich jetzt was Falsches sage, tut mir leid, aber danke an den, der sie gemacht hat. Die sind ziemlich cool. Und ja, ich versuche jetzt momentan auch mehr so Sachen für die Stadt zu machen. Da ich selber mit meinem Haus eigentlich schon fertig bin oder zufrieden bin. Das ist das Haus von LeMay. Von außen. Hat halt von außen nicht so gute Verzierung, wie zum Beispiel bei Luke. Aber ansonsten ist es eigentlich ganz cool. Also von außen hat es ja nicht die krassen Verzierungen. Das kann ich euch immer empfehlen, weil das sieht, lässt alles besser aussehen. Aber auch besonders das Stadtbild, denn das Stadtbild interessiert es nicht, wie das Haus von innen aussieht, sozusagen. Und der hier hat er so einen kleinen Teich in seinem Haus mit einem Baum, das ist ziemlich cool. Dann hat er hier noch, glaube ich, so ein bisschen Holz rumliegen. Und halt Stein und Eisen und Sand. Ziemlich gute Idee. Hat er auch eine Decke drauf gemacht, da war vorher keine Decke drauf. Und ja, ansonsten ist es relativ, glaube ich, ja, relativ cool. Ah, die Verzierung von außen gefällt mir nicht so. Da kann man auf jeden Fall einiges besser machen. Hier ist so eine kleine Bank. Das ist auch relativ cool. Und hier ist ein Bett mit den ganzen Pflanzen, die ihm wahrscheinlich in der Nacht dann zuwachsen werden und wo er dann nie wieder rauskommen wird. Hier ist dann seine Mine. Die sieht wiederum ziemlich gut aus. Hat auch wieder so Verzierungen gemacht. Sind halt zwar nicht die heftigsten Verzierungen, aber sie passen. Die passen ins Bild. Und ja, ich gucke einmal hier runter. Ja, hier noch so einen kleinen Raum, das gefällt mir. Da ist von außen nicht so krass, das kriegst du eine 2+. Aber von innen ist halt vieles cool, gute Ideen. Halt nicht Standard, sondern ja, halt so neu. Also eine gute Idee sozusagen, sagen wir. Note. Doppelpunkt, 2+. So. Wir haben jetzt bis jetzt noch kein ziemlich schlechtes Haus gesehen. Es kann sich gleich ändern, denn wie immer gibt es eine Person, die zwar das Projekt richtig gut leitet und so, aber ein Kackhaus hat, Mann. Redman, du hast mit Abstand das schlechteste Haus mit den meisten Schildern vorne dran. Ich will einmal gucken, was hier hinter jeden kommen.
Statt PvP kaufen. Mal, sollen wir auch über Schilder aufstellen? Nee, komm. So, das ist Stratmans Haus. Sehr kreativ. Sehr, sehr kreativ. Super kreativ fast. Und ja, also diese Verzierungen hier draußen sind super krass. Ich glaube, so ein Haus würde ich gerne drin wohnen. Ironie, Ironie, Ironie. Aha, kochen, okay. Lass auf dem Stein kochen. Nein, okay. Das ist ein Scherz. Und ja, deswegen gebe ich dir eine 4. Weil es einfach Kacke ist. Haus minus Jury. Oh, nicht verschreiben, ansonsten wird er wütend. Note. Und es geht überall. Sogar hier gibt es A-, überall ist A-, was so ungefähr alles bewirken kann, ist echt. Ja, wahrscheinlich wird er mir wieder eine 6 geben, weil letztes Mal, als ich hier 4 hingeschrieben habe, ist er zu mir gekommen und hat gesagt, Haus 6 minus 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 minus. Oder hingeschrieben auf dem Schild. Willst du A-Minus beitreten? Hier habe ich noch keine Bäume gepflanzt, aber die anderen Bäume haben der Stadt relativ gut getan. Oh, das Haus hinten habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Und hier kommen wir zu Deviron. Hier hat seine coole Brücke. Mein eigenes Haus bewerte ich nicht, weil sonst wäre es ein bisschen doof. Und hier hat er so eine coole Brücke über sein Feld. Das gefällt mir richtig gut. Ich mag die Idee richtig gerne. Die wertet nochmal alles so richtig hoch. The Neo MC, also die Mama von Luca, aka Deviron. Einrichtung ist von innen noch nicht so krass. Und das Haus an sich hat auch noch nicht die krassesten Verzierungen, hat ein Flachdach. Aber dieser Vorgarten ist halt ziemlich geil. Deswegen. Vielleicht gebe ich dem, ich muss jetzt, da muss ich ein bisschen überlegen. 2, 2, 2. Ich gebe nur 2. Früher fand ich das beste Haus durch diesen Vorgarten, aber jetzt kamen so viele gute Häuser dazu, dass das nicht mehr das Beste ist. Jury, Doppelpunkt. Oh, nein, ich will einen Doppelpunkt hinmachen. Doppelpunkt. Note, Doppelpunkt 2. So, dann gucken wir uns nochmal das, letzte Haus an, das Rathaus gucken wir uns auch gleich nochmal an. Und ja, wow, 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 wow. Wer hat das Haus gebaut? Das habe ich noch gar nicht gesehen. Bin hier ziemlich traurig. Ich habe da schon mal vorbeigeguckt, aber da war es noch nicht fertig. Mal gucken, wer es gebaut hat. Und ja, sagen wir immer Hallo. Zu dem Herr, der hat ja, oh, Alter, das ist geil, das ist geil. Smurf! War mir klar, Smurf hatte gar keinen. Und ja, gönnt euch das, ist ziemlich geil, hier alles aufgebaut. Hat noch keine Rüstung oder so. Aber mal gucken. Gucken wir uns jetzt nochmal die einzelnen Häuser rein. Er hat so eine kleine Stadt auf dieser kleinen Insel gebaut. Hier ist wahrscheinlich so eine Geheimkiste oder so. Hier hat er so ein Wasserrad, das ist ziemlich gut. Ja, hier der Bäume, die habe ich jetzt sehr gut gezeigt. Machen wir den Jump des Todes. Und gucken uns aber hier das Haus an. Von außen ist es ziemlich gut, cool verziert. Obwohl an manchen Seiten hätte es noch ein bisschen besser machen können. Hier an einigen Stellen hat es sehr gut gemacht. Ein bisschen besser kann man es auch verzieren. Es ist so Anfang geil verziert, aber noch nicht endgeil verziert. Und von innen ist noch nicht ganz fertig. Von oben muss ich dann wahrscheinlich gar nicht gucken. Hier, das Haus kann ich nicht bewerten. Aber allein die Idee ist ziemlich geil mit dieser Stadt auf dieser einzelnen Insel. Gebe ich dieser Stadt einfach mal Gasthaus zum blauen Hirsch. Hat sie sogar Namen ausgedacht, das finde ich sehr gut. Da es das Ganze ist, stelle ich mal hier ein Schild auf. Stelle ich mal hier ein Schild auf und gebe ihm eine glatte 2 plus. 2 plus, ja. Glatte 2 plus, genau, wahrscheinlich, oder? Jetzt gucken wir uns gleich noch einmal das Rathaus an. Das kriegt zwar keine Note, aber trotzdem. So. Das Rathaus ist bei mir fast Nachbar. Das kann ich von mir aus sehen. Ja, das einzige Doofe ist, ich habe halt noch kein Double Tap to Sprint wegen Block Launcher und weil sich das MCP so blockiert gerade. Aber eventuell kriege ich das noch irgendwie hin. Weil die anderen sind halt alle immer viel schneller als ich und das ist ein bisschen doof. Aber das Rathaus hat Jonison gebaut. John is on PE. Ich weiß gar nicht, ob er Jonison heißt oder John is on PE.
Und ja, gucken wir uns das mal an. Was auch ziemlich komisch fand, auf meinem Handy sind die Welten immer nie geladen, aber auf meinem Tablet lädt es einfach immer ganz easy. Ja. Redman ist ja voll ausgerastet, als er mein Haus gesehen hat. Der fand das so über mega geil. So krass fand ich das, finde ich das eigentlich auch gar nicht. Aber ich bin selber damit zufrieden. Und ja, gucken wir uns das mal an. Von außen sieht ziemlich geil aus. Ein paar Verzierungen können noch mehr gemacht werden, finde ich. Eventuell hier noch sowas ran, vielleicht hier noch so ein Treppen oder. Ansonsten, das mit dem Rausgucken ist ziemlich, ziemlich gut gemacht. Haben die früher auch extra gemacht, damit die mehr Platz oben hatten, weil die durften bis. Du hattest nur so ein großes Grundstück, wie die jetzt unten hier ist. Aber damit die oben mehr Platz haben, haben sie es halt so rausgebaut. Ja, habe ich alles gelernt. Hab gut aufgepasst in der Schule. Ein bisschen Verzierung kann es noch mehr gebaut werden, aber ich glaube, ich auch noch nicht, gar nicht so ganz fertig. Nur jetzt bin ich irgendwie komisch rumgelaufen. Ansonsten sieht es ziemlich geil aus. Passt. Oh, geil, Sand und Brot. Gefällt mir. Eine Jumpleiter. Von innen, das sieht auch geil aus mit der Decke, ist auch realistisch. Das gefällt mir, aber es kriegt halt noch keine Note jetzt. Weil, also es kriegt generell keine Note, weil es kein Haus ist, wo jemand drin wohnt, sondern das Rathaus ist. So, ansonsten. Tauch gehe ich noch einmal, nee, ich gehe nicht nochmal tauchen. Würde ich sagen, war es das von heute. Ich kann, war es das für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben alle Häuser bewertet. Falls ich ein Haus vergessen habe. Falls ich ein Haus vergessen habe. Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Ich werde es dann hinzufügen in einem extra Video. Und ja, ansonsten hier mal gucken. So. Ciao, ciao. Ich hoffe, es hat euch gefallen.